Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei 55 Parts. Ich weiß nicht ganz genau, welche Reihenfolge die letzten Videos hatten, aber ich denke, ihr werdet unseren Jahres beim Zellenbauer bei der Firma Cardiff schon gesehen haben. Unser Jahres hat eine Zelle bekommen, eine Einschweißzelle. Wir sind da ja relativ viel auf die Zelle eingegangen, auf den Aufbau. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne mal an. Jetzt ist das Fahrzeug gerade beim Lackierer, der Innenraum wird auslackiert und es kommen in letzter Zeit ständig neue Pakete hier an mit den Teilen, die für das Projekt benötigt werden oder von uns verbaut werden, und wir dachten, es ist jetzt mal an der Zeit, euch mal zu zeigen, was wir eigentlich alles in dem Jahresprojekt verbauen werden, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das relativ spannend für den einen oder anderen ist von euch. Und dass es bestimmt noch nicht viele Jahres gibt, die so einen Umbaustand haben. Was ich schon mal sagen kann, ist, ihr habt es vielleicht schon in den Schnitten vorher gesehen, wir haben ein komplettes Fahrwerkskit von der Firma Workline. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube, da sind wir einer der Ersten, der das verbauen darf. Wir werden auf die ganzen Fahrwerkskomponenten noch mal genauer eingehen. Im Prinzip geht es immer darum, was braucht man, wenn man ein Rennfahrzeug bauen will. Wir wollen das Fahrzeug schneller machen. Wie können wir es schneller machen? Indem wir mehr Leistung generieren oder es eben leichter machen. Das ist ein großes Stichwort bei dem Projekt Jahres. Wir wollen, dass es vernünftig bremst. Wir wollen, dass es möglichst wenig Rollneigung erzeugt oder eben wankt. Wir wollen, dass wir vernünftig sitzen im Innenraum. Wir möchten, dass die Temperaturen im Rahmen bleiben. Und wir möchten vielleicht auch alle Temperaturen im Auge behalten. Und im Prinzip diese ganzen Anforderungen, die ich euch jetzt erklärt habe, die liegen alle hier einmal auf dem Tisch. Also, fangen wir mal an mit dem Thema Fahrwerk. Ich hatte eben schon gesagt, wir sind einer der ersten Glücklichen, die das komplette Set von der Firma Workline bekommen kann. Ich hatte gesagt, wir wollen ein stabiles Fahrzeug haben. Wir wollen ein Fahrzeug haben, was so hart wie nötig, aber auch so weich wie möglich ist. Weil ein weiches Fahrzeug hat natürlich auch bis zu einem gewissen Niveau mehr Grip als ein hartes Fahrzeug. Das heißt, wir wollen ein vernünftiges Fahrwerk verbauen, was genau das gewährleistet. Und wir wollen aber auch kein Spiel mehr in unseren Achsen haben. Und genau das ist etwas, was das Workline-Kit besser als jedes andere macht, vermute ich mal ganz stark. Wir haben es natürlich noch nicht verbaut, aber die Firma Workline ist einigen von euch sicherlich bekannt. Im VAG-Sektor sind die ganz weit verbreitet. Mit dem Kit machen wir unser komplettes Fahrwerk, also alle Achsen an dem Auto. Hallo. Die Workline-Achskinematik ermöglicht es uns, unsere kompletten Achsen, also die Vorder- und die Hinterachse, in jeglicher Dimension, die man sich so vorstellen kann, zu verstellen. Wir tauschen mit Hilfe der Workline-Bauteile alle Gummilager, alle Lager, die irgendwie im Fahrbetrieb Spiel erzeugen, tauschen wir gegen Kugelgelenke aus. Es wird zum Teil durch gefräste Radträger, die kann man hier sehen, was schon echt ein super geiles Teil ist aus meiner Sicht, wird die komplette Geometrie verändert. Auch die Anschraubpunkte der Achsen werden anders. Also nicht der Anschraubpunkte der Achsen. Der Achsträger ist natürlich weiterhin genau dort aufgehangen, wo er original aufgehangen ist. Aber das seht ihr jetzt hier noch nicht, das kommt später noch. Wir tauschen auch den kompletten Achsrahmen gegen einen neuen Rahmen aus, sozusagen einen Gitterrohrrahmen. Damit sparen wir wieder Gewicht ein und können eben genau das realisieren, was ich gesagt habe, die Anschraubpunkte der Lenker so optimieren, dass wir eben das Fahrzeug bestmöglich darstellen für die gewünschte Nutzung auf der Rennstrecke. Wir gehen da nochmal genauer drauf ein, wenn wir die Teile einbauen. Vor allem vermessen wird auch lustig. Wie gesagt, um es kurz zu machen, wir haben in jedem Lenker jetzt spielfreie Uniballgelenke. Das heißt, wir machen das Fahrzeug wesentlich direkter. Wir haben keine dynamische Sturz- oder Spurverstellung mehr beim Fahren. Und ja, erreichen eben genau das, was wir bei einem Rennauto oder bei einem Track-Tool haben möchten. Fahrwerk wird bei dem Auto von der Firma KW kommen, das ist leider noch nicht da. Den verbauen wir auch in den BMWs immer wieder, ist ein Competition Dreifach EXR. Mittlerweile heißt es, glaube ich, V4 Racing.
bin mir gerade nicht ganz sicher, die haben jetzt ihre Namen geändert. Wir haben das im M2 Competition, wo wir sicherlich auch nochmal ein Video drüber machen. Und es ist zwar teuer, aber aus unserer Sicht lohnt sich es auf jeden Fall. Also du merkst es beim ersten Einsteigen sogar auch schon bei der normalen Straßenfahrt, dass da ein teures Fahrwerk drin ist oder ein Rennsportfahrwerk. Ja, ich habe gesagt, wir wollen ein hartes Auto. Wir wollen ein direktes Auto. Das haben wir quasi, den Punkt haben wir abgehakt mit unseren Workline-Sachen. Was wir aber auch vor allem wollen, ist, wir wollen alle Parameter mit im Auge behalten. Dafür haben wir von der Firma Cuncheckt. Dieses Display wird in den Lüftungsschacht verbaut vom Yaris und ermöglicht es euch, alle möglichen Temperaturen, Parameter anzuzeigen. Ihr könnt damit sogar 100-200 Messungen oder 0-100 Messungen machen. Viertelmeile, also alles, was man eigentlich so braucht. Fehlerspeicher auslesen geht damit meines Erachtens nach auch. Wir werden da, denke ich, nochmal genauer drauf eingehen, wenn das Ganze verbaut ist. Interessant hier dran ist, ich hatte gesagt, wir wollen auch niedrige Temperaturen haben. Ein Problem, was der Yaris hat, oder aus meiner Sicht hat der Yaris zwei große Probleme, wenn es um Rennstreckeneinsatz geht. Problem Nummer eins und das aus meiner Sicht größte Problem ist, dass das hintere Differential überhitzt und das dazu führt, dass der Allrad ausfällt. Wir haben das am Bilsterberg getestet. Ich sag mal, wenn man eine schnelle Runde, ihr könnt das auch bei Tom in dem Video sehen, der hat ja unseren Yaris getestet, wo er noch fast komplett original war. Nach einer schnellen Runde fällt das Allradsystem aus. Heißt, ich habe dann eben genau den Benefit, den der Yaris ja hat, Allrad nicht mehr. Und das macht das Auto natürlich langsamer. Ich kann die Temperatur von dem hinteren Differential hiermit beobachten. Was mich zu einem anderen Bauteil bringt, was wir verbauen werden und vor allem auch prüfen werden, ob das Bauteil den gewünschten Effekt hat. Und zwar ist das dieser Belüftungsschacht von der Firma AirTech. Aus meiner Sicht eins der Must-Haves für Rennstreckeneinsatz beim Yaris. Der Yaris hat zwar keinen vollverschlossenen Unterboden, aber er ist in Teilen verschlossen. Und das Verschließen des Unterbodens macht man ja, damit die Luft möglichst schön unter dem Unterboden hergleiten kann und keine Verwirbelungen auftreten. Das Problem daran ist, dass das hintere Differential oder die Verteilereinheit, wo die Kupplungen drin sitzen, nicht genug Fahrtwind bekommt. Dadurch überhitzt es dann eben auf der Rennstrecke. Das ist das, was dieses Teil beheben soll. Wir haben damit schon Tests gemacht, oder nicht damit, sondern mit einem 3D-Druck-Tests gemacht. Die waren sehr positiv. Wir waren in Meppen und wir hatten keinerlei Ausfall mehr. Wir müssen das natürlich noch bestätigen am Bilsterberg. Aber ja, das ist aus meiner Sicht ein Must-Have für alle, die auf der Rennstrecke mal etwas schneller fahren. Wir werden dann nochmal berichten, ob es den gewünschten Effekt hatte. Aber wie gesagt, erste Tests waren sehr positiv. Dann darf natürlich der Spaß auch nicht zu kurz kommen bei dem ganzen Projekt. Das kommt da, denke ich, sowieso nicht. Also ich bin der Meinung, das wird schon sehr verrückt und sehr krass fahren. Und zwar haben wir dieses Riesenbauteil hier auch noch besorgt. Vielen Dank an die Firma CFD an der Stelle. Werden die meisten von euch kennen. Venturi-Ansaugung ist meines Wissens nach aktuell, ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Video dann veröffentlicht wird, die einzige Ansaugung mit Teilegutachten. Macht einen schönen Sound, den wir ja auch haben wollen bei dem Auto und sieht dazu natürlich noch super aus. Ich hatte gesprochen, dass es zwei große Probleme gibt im Yaris für den Einsatz auf der Rennstrecke. Das erste, aus meiner Sicht fast größte Problem, Thema Hinterachsdifferential bzw. Verteilereinheit in Überhitzen. Das zweite Thema ist aus meiner Sicht die Sitzposition. Und das ist sogar ein Thema, was, wenn du auf der Straße fährst und es mal sportlicher angehst auf der Straße oder generell, wenn du ein bisschen größer bist, dann wirst du das Thema kennen, dann wirst du genau wissen, was ich meine. Die Sitzhöhe ist bei dem Auto wirklich katastrophal aus meiner Sicht. Leider hat Toyota das bei dem Auto so gemacht, dass der vier dicke Sitzhöcker hat, auf denen der Sitz angeschraubt ist und dadurch den ganzen Sitz wesentlich erhöht hat. Wir haben uns das Ganze angeschaut und haben da eine ziemlich coole Lösung entwickelt, natürlich wieder auch für die Rennstrecke. Wie kann man Schalensitze in dem Fahrzeug einbauen? Vielleicht kennt das der ein oder andere von uns.
Es gibt ja normalerweise den Aufbau Konsole, Laufschiene, L-Adapter, um einen Schalensitz, zum Beispiel einen Recaro Pole Position, in euer Auto zu verbauen. Wir gehen da ein bisschen anderen Weg, auch bei den BMW-Modellen. Wir benutzen die originale Laufschiene weiter, die ja mit dem Fahrzeug vom Boden verbunden ist. Und genau dasselbe haben wir eben auch mit dem Yaris gemacht. Das hier ist die originale Laufschiene. Die lässt sich von dem originalen Sitz demontieren, relativ einfach. Und auf diese Laufschiene schraubt ihr dann einfach unsere Seitenadapter, die ihr bei uns im Shop bekommt. Und hiermit könnt ihr Recaro Pole Position, Recaro SPG XL und den normalen SPG montieren. Beziehungsweise alle anderen Sitze, die identisch von der Breite sind. Vorteil ist einfach, das ist die tiefste Lösung, die ihr kaufen könnt, ohne die Höcker zu bearbeiten. Und vor allem auch eine der günstigsten Lösungen, weil ihr braucht nur unsere Seitenadapter. Wir liefern alles mit für die Montage. Wir haben eine Einbauanleitung dabei. Wir können auch an TÜV-Partner vermitteln für die Eintragung. Und ja, aus meiner Sicht, hört sich jetzt an wie eine Verkaufsveranstaltung, ist es natürlich auch ein bisschen. Wir entwickeln die Teile und wollen sie auch verkaufen. Aber das ist aus meiner Sicht wieder ein sehr gutes Produkt geworden. Was, wenn jemand Schalensitze verbauen will, kommt man, wie gesagt, eigentlich kaum um dieses Produkt drum herum. Also haben wir jetzt die Punkte Fahrwerk abgehakt, wir haben die Punkte Temperatur zum Teil abgehakt, wir haben die Punkte Sitzposition abgehakt, Innenraum haben wir sowieso abgehakt, da kommt alles raus. Die Zelle, die ihr schon gesehen habt, ist drin. Thema Temperatur. Natürlich hat so ein Auto, also Temperatur ist der Feind des Tunings generell, sowohl auf der Rennstrecke als auch wenn ihr Leistung steigern wollt. Eigentlich bei allen Bauteilen, die man so kaufen kann zur Leistungssteigerung, geht es darum, die Temperatur irgendwie loszuwerden. Natürlich ist das auch auf der Rennstrecke ein Thema. Wir werden den Yaris vorerst mit originaler Leistung fahren, einfach um uns an das Auto zu gewöhnen. Momentan gibt es auch noch nicht wirklich was auf dem Markt, was uns gefällt. Aber sicherlich wird vielleicht auch mal eine Leistungssteigerung Einzug halten. Das Thema, was auf der Rennstrecke auch irgendwann immer kommt, zum Teil auch schon mit Serienleistung. Da werden wir durch das Cancheck sicherlich noch mehr Erfahrungen sammeln, welche Temperaturen wir erreichen, ist das Thema Öltemperatur. Und zwar haben wir da ein Ölkühler-Kit entwickelt, das wird auch bald im Shop verfügbar sein, womit dieser schöne Setrap-Ölkühler mit in das Ölsystem eingebunden wird, über einen Adapter, der ans Ölfiltergehäuse angeschlossen wird. Ich finde ihn gerade nicht, irgendwo liegt er. Wir haben ihn eigentlich bereitgelegt, aber gut, spielt auch keine Rolle. Ist ein Adapter, der quasi an den Ölfilter angeschlossen wird, womit ihr eben dann mit Dash-Leitung einen Ölkühler mit ins Ölsystem einbinden könnt. Dann, aus meiner Sicht auch eines meiner Lieblingsteile, ist auch wie Schalensitze so ein Bauteil. Wenn wir das für die BMWs verbauen oder verkaufen, dann wissen wir eigentlich immer, der Kunde ist mega happy damit. Und zwar AP-Bremse. Jetzt werden einige von euch sagen, der Yaris, der hat 356er Bremsscheiben auf der Vorderachse, 4 Kolben vorne, 2 Kolben hinten. Für ein Auto mit der Gewichtsklasse ist es doch eigentlich völlig ausreichend. Ja, zum einen habt ihr recht. Aber uns sind jetzt, nachdem wir das Auto auch schon in der Serie, zum Teil modifiziert getestet haben, schon die Staubschutzmanschetten weggeschmolzen, alle. Und man kann zwar mit geschmolzenen Manschetten weiterfahren, das kennen die meisten aus dem Rennsport, aber es ist halt insgesamt einfach nicht ideal. Es zeigt halt einfach, dass so eine Bremsanlage, wie sie dort verbaut ist, nicht für Renneinsatz gebaut ist. Deswegen kommt hier sowas drauf, damit sparen wir Gewicht. Wir haben keine Staubschutzmanschetten mehr, die wegschmilzen können. Der Sattel ist insgesamt anders aufgebaut oder generell einfach massiver aufgebaut, ohne dass er sich bewegt. Sprich, wir haben kein Spiel im Sattel und ja, aussehen tut er natürlich auch noch super cool. Das Schöne ist, wir werden es hier wieder genauso machen wie für die BMW-Modelle und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der das Auto auf der Straße fährt, wobei ich sagen muss, diesen Sattel für Straßeneinsatz, den muss man wollen, sagen wir so, eben durch die fehlenden Staubschutzmanschetten. Wir werden es wie bei dem BMW machen, und zwar
bekommt das Auto, die Scheibe sieht jetzt nicht mehr ganz so toll aus, ist jetzt nur ein Anschauungsobjekt, eine 355er Scheibe, also vom Durchmesser her identisch zur Original, mit einer 32er Dicke, mit einer wesentlich massiveren Belüftung. Tatsächlich, der Sattel macht einen Unterschied, aber das hier wird tatsächlich fast den größten Unterschied machen. Das Schöne ist, das hier sind Reibringe, die bekommen wir aus einer Rennserie, leicht angefahren. Wie gesagt, das hier ist jetzt ein nicht ganz so schönes Exemplar. Und die könnt ihr bei uns als Ersatzreibring zu einem echt super guten Kurs bekommen. Das heißt, wenn ihr das Auto wirklich häufig auf der Strecke bewegt, dann rentiert sich so eine Anlage meistens schon nach ein bis zwei Saisons oder gefahrenen Saison, einfach weil die Bremsscheiben so viel günstiger sind. Die Bremsbeläge, das hält sich ungefähr die Waage mit den originalen Belägen, aber die Scheiben, die werden bei uns im Shop, nagelt mich jetzt nicht fest, aber so um die 250 bis 300 Euro kosten, ein Satz Reibringe. Das ist aus meiner Sicht unschlagbar und wird sicherlich für den einen oder anderen ganz interessant sein. Wir haben noch ganz viele Bauteile hier liegen. Ich will nicht auf jedes Bauteil jetzt eingehen, sonst wird das Video vielleicht auch etwas langweilig. Wir werden euch vielleicht nochmal ein paar Detailaufnahmen mit reinpacken, gerade von den schönen gefrästen Teilen. Ich denke, das wird einigen genauso gut gefallen wie mir. Was wir noch machen, ist so ein kleines Nice-to-have, ist ein Oil-Catch-Can, also eine Kurbelwellengehäuse-Entlüftungslösung, um eben die Dämpfe aufzufangen. Und wir werden natürlich die Ladeluftverrohrung verändern, von Plastik auf Aluminium. Wir werden eine andere Downpipe verbauen. Wir machen gerade einen eigenen Ladeluftkühler, wird auch ganz interessant. Da werden wir gucken, ob wir vielleicht sogar TÜV hinbekommen. Ja, also es ist noch viel geplant. Wir wollen für das Auto gegebenenfalls auch noch einiges entwickeln und ich denke, das wird interessant für den einen oder anderen. Jetzt zum Abschluss zeige ich euch nochmal einen Teil. Da könnt ihr mal in die Kommentare reinhauen, was ihr denkt, was das sein wird. Wird es auch bald im Shop geben. Ist ein 3D gedrucktes Teil. Ich bin mal gespannt, ob ihr es erratet. Wird es in einer leicht geänderten Form sowohl für BMW als auch für Yaris geben. Ich bin gespannt. So, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr über Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr abonniert. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Wir versuchen, jedes Kommentar zu beantworten. Und ja, wenn ihr Ideen habt für unser Jahresprojekt, wenn ihr vielleicht ein Jahresfahrt und ihr hättet gerne Bauteile, ihr sagt, da sehe ich aber noch Raum oder Potenzial, immer gerne melden. Wir versuchen da wirklich mit euch zu interagieren und das ganze Thema für euch auch interessant zu gestalten. Und ja, ihr könnt übrigens am 27.08. Am Bilsterberg machen wir unseren ersten Trackday, falls jemand Lust hat. Da könnt ihr den Yaris dann auch live erleben. Bis dahin wird er fertig sein und es wird uns freuen, den einen oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!